guten Morgen, liebe Zuckerstachel. Willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. So, das kommt so langsam. Nein. Nein. Das wächst noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Gut. Heute gieße ich mal gleich, hab ich mir gedacht. Bevor wir losstolzieren und die Axt für ein paar Tage abgeben. Sag mal. Da haben wir was. So, genau. Dann gehen wir mal zum Smied. Stich mich alle ab. Hallo Penny, hallo. Das Wetter ist heute interessant, oder? Ja, also okay. Penny ist die aus dem Wohnwagen. Muss ich mir mal merken. Ich schnapp mir die Alte aus dem Wohnwagenpark. Es ist verschlossen, geöffnet. Oh, ja, okay. Halbe Stunde, das halte ich aus. Oh, die machen schon um 8 auf. Fangen wir doch hier an. Zum Museum spenden. Da. Was ist hier? Tipps zum Landleben. Nutze Dünger, um die Qualität zu verbessern, die Arbeitslast zu verringern oder das Wachstum zu beschleunigen. Obstbäume brauchen eine volle Jahreszeit zum Wachsen, benötigen aber kaum Pflege. Sorgen dafür, dass das Gebiet rund um die Saat nicht verstellt ist, sonst wachsen sie eventuell nicht richtig. Pflanzen vergeben je nach Ende einer Jahreszeit. Ach, vergehen. Außer sie wachsen in mehreren Jahreszeiten, zum Beispiel Mais. Alles klar. So, jetzt sperr deine Hütte auf. Da waren Kaninchen, habt ihr es gesehen? Kann ich das da wieder rausholen? Das hat sich doch hier versteckt. Moment mal. Schade. Ich wollte den Pilz haben. So. Moin, du Sack. Werkzeuge verbessern. Ich möchte eine kupferne Axt, genau. Ja. Ich will was anderes. Ey. Jetzt kann ich keine Geode auf... Fick dich doch ins Knie, echt. Also, nee. Da komme ich jetzt so nicht mit klar. Das ist... Warum latsche ich jetzt hier so dumm auf dem Friedhof rum? Was ist denn hier los? Penny, entschuldige. Sie da ganz allein. Sonntag. Er hat immer noch keine.
irgendwo schon rein? In eure Küche, guck mal, da liegt ein Zettel. Sehr geehrter Pierre, es schmerzt mich, der Überbringer schlechter Nachricht zu sein, aber ich fühle mich dazu verpflichtet, Sie über die jüngsten Entwicklungen zu informieren, die Ihren Lebensunterhalt bedrohen. Jojo Co. hat beschlossen, Richtung Pelikan zu expandieren. Es ist zu spät für einen Protest. Joja Bauarbeiter haben bereits alles für den Joja-Markt aufgesetzt. Das müssen schreckliche Nachrichten für Sie sein, so viele Jahre im Geschäft. Ein fester Bestandteil der Region. Jetzt stehen Sie im Schatten eines mächtigen, effizienten und ökonomisch rentablen Unternehmens. Was für eine Schande. Als Manager des neuen Joja-Marks fühle ich mich zu einem gewissen Grad selbstverantwortlich für Ihre missliche Lage. Daher möchte ich Ihnen eine Position als assistierender Lebensmittelhändler anbieten. Löhne beginnen bei 5G pro Stunde. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung, Morris, Manager Joja-Markt Pelikan. Oh. Also die wollen ihn richtig fertig machen, ne? Die wollen den richtig fertig machen. Gut, der will meine Gioden nicht aufbrechen mehr jetzt, der Idiot. Was haben wir denn hier noch? Lieferung. Letzter Tag. Bringe Harvey Erdkristall. Ja. Wie man Freunde gewinnt. Mache jemanden ein Geschenk. Okay. Jodys Bitte. Bring Jody einen Blumenkohl. Ja, haben wir noch immer noch nicht. Tief in der Mine erreiche Ebene 40. Die verlorene Axt. Tiere aufziehen. Okay, wo finde ich jetzt diesen verfickten Harvey? Hier auf der Karte irgendwie was umstellen? Nee. Joe Kent und Sam. Halle? Organisation Friedhof, Haus des Bürgermeisters. Ist das der Bürgermeister? Ich war der Meinung, das ist der Bürgermeister, aber ich kann mich auch irren. Ich gehe jetzt mal zum Haus des Bürgermeisters. Da ist er doch. Okay, warte. Bleib mal hier. Ich hab was für dich. Kaktus in die Erdkristall, genau was ich gesucht hatte. Vielen Dank. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Was war denn meine Bezahlung? 150 G. Ja, dann nimm das doch. So. Jetzt muss ich irgendjemandem noch ein Geschenk machen. Kann ich ein Messer verschenken? Ich verschenke. Warte, pass auf, ich hole mir jetzt Penny. Also, messerscharfer Verstand. Ein Schnitzmesser. Gucken, ob ich das verschenken kann. Zur Not kriegt sie eine blaue Blume. Sofern ich sie noch finde gleich.
Vorhin saß hier unten irgendwo. Oder? Hier saß sie vorhin. Weg ist sie. Shit. Zu Hause? Da ist sie. Kann ich nicht verschenken. Danke dir, das sieht speziell aus. Na gerne doch. Also das Messer nicht. Mein Freund gewinnt. Jemandem Geschenke zu machen, ist ein großartiger Weg. Genau. Belohnung. Kohle. Okay, Marnies Ranch. Da hat sie sie benutzt, um Holz zu hacken. Also finden wir sie vielleicht auch. Moin. Pfui, es stinkt. Vincent, warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich auch. Ich denke, Günther hat den Schlüssel. Günther. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Und tschüss. Irgendwas drin, beweg dich. Okay. Ich schau mal nach, Mädels. Junge, sind ja keine dabei. Ich hab nichts gesagt. Auf Marnies Ranch. Zum Holzhacken. Das ist ja schon gar nicht mehr Mani, ne? Ich gucke mir einfach allgemein mal ein bisschen hier um. Und sonst fragen wir Mani einfach mal, ne? Brauchst du etwas? Beschäftigt, sieht man das nicht? Sehe ich hier irgendwo eine Axt? Hey. Suche nicht deinen Müll? Hey da, gut dich zu sohn. Gut dich zu sohn. Wie bin ich denn jetzt schon wieder da hingekommen mit dem... mit der Kanalisation? Hier irgendwo gewesen sein, ne. Hä? Okay, also der Heini vom Museum hat einen Schlüssel. Wahrscheinlich.
Hey, Penny. Ich würde gerne anquatschen, geh nicht. Ich glaube, ich habe sie schon zu viel angequatscht. Die hat einfach so keinen Bock mehr auf mich. So. Also, das kann ich noch nicht wirklich gebrauchen, auch nicht verkaufen. Das muss man nochmal zum Museumsheini bringen. Ich probiere es nochmal zu angeln. Müll. Wie soll das gehen? Ich verstehe das echt nicht. Wenn man es erstmal raus hat, geht das einfach. Grünalge, toll. Zerbrochene Brille. Ich verstehe das nicht. Leck mich. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, ins Bett gehen. So, Hofarbeit. Ach, das ist nicht viel, ne? Aber gut, liebe Stachel, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis denn.